Moin Moin und herzlich willkommen bei The Game Cutie. Hier spricht euer Captain Motivation. Tja, wer sich jetzt fragt, warum, seit wann nenne ich mich Captain Motivation? Man dürfte es vielleicht ein wenig an meiner Stimme bemerkt haben, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Ich vermute, dass es ein wenig mit dem Wetter zusammenhängt. Heute ist Sonntag. Ja, Sonntag ist heute. Und wenn ich nach draußen gucke, ich sehe Wolken, ich sehe dunkel. Dunkelgrau. Es ist nicht schön, nicht schön, nein. Und irgendwie zieht das ja dann einen doch schon so ein bisschen runter. Egal. Es ist jetzt mittlerweile eine Woche her, dass ich das letzte Commentary hochgeladen habe und dachte mir, okay, heute muss es dann aber mal sein. In den letzten Tagen habe ich einfach keine Zeit gefunden. Am Freitag hatten wir Besuch. Das kann ich eigentlich mal ganz kurz erzählen. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, die wir da hatten. Und zwar, wir haben da so einen schicken Grill und wir fanden die Idee dann total geil, auf dem Grill mal Pizza zu machen. Also selbst, ne, nicht diese fertig tiefgekühlten Dinger da, sondern alles selber zu machen. Und dann habe ich ein paar Leute eingeladen und haben wir das mal ausprobiert. Und das ist eigentlich richtig geil, das macht übel Spaß. Ich denke, das werden wir nochmal machen. Allerdings nur, wenn das Wetter wieder passt. Freitagabend, Wetter war übelst geil, also übelst geil, das glaubt ihr mir gar nicht. Sonnenschein, angenehm warm und so. Und jetzt Samstag, Sonntag, Regen, alles grau, also nicht mehr schön. Ja, also wer mal Langeweile hat und einen Grill zu Hause, der kann das gerne mal ausprobieren. Das ist eigentlich eine richtig coole Idee. Vielleicht werden wir das mal auch filmen. Ein paar Ideen. Hatte ich sowieso mal vor, irgend so ein Real-Life-Shit zu machen. Ja. Ihr seht im Hintergrund ein MW3-Gameplay. Spielt auf Terminal. Ich bin mir fast sicher, dass es ein 49:4 war. Also es war in der Kategorie. Also ganz okay. So, ne? Hehe. Ist von mir erspielt auf dem PC. For Delta One. Wie immer werde ich jetzt sagen, ey Leute, mir macht das Spaß. Nein, ernsthaft, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich spiele es gerne. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich momentan aufhören sollte. Ich bin zwar bis jetzt einem Aimbotter und Wallhacker über den Weg gelaufen, aber das Spiel hat eigentlich sonst für mich bietet es Gründe genug, dass ich es weiterspiele. Wenn ich mir das so mal angucke, das ist vielleicht eine ganz interessante Theorie. Ich habe nämlich da so eine Idee, wie man an COD wieder viel mehr Spaß haben kann. Und zwar, man muss aufhören, COD als dieses wettbewerbsfähige Spiel, beziehungsweise als Suchtmöglichkeit zu sehen. Und dann rate ich euch, hört mal auf zu spielen für eine Woche, nee, für zwei Wochen. Hört mal auf, für zwei Wochen COD zu spielen. Und dann macht ihr so, dass ihr jeden Tag einfach mal eine Runde spielt. Und dann habt ihr wieder richtig Bock am Game. Das macht übelst Spaß. Und ich glaube, das ist auch das, wie COD gesehen werden möchte, dass es eher ein Spiel für zwischendurch ist. Deswegen sind auch die Runden so kurz. Man muss das Spiel nur irgendwie so spielen, wie die Entwickler sich das denken. Und dann macht das auch wieder Spaß. Das ist wirklich cool. Deswegen habe ich auch relativ viel Spaß am Spiel. Und habe da jetzt keine Probleme mit dem Ausrasten oder sowas. Eigentlich deswegen. Wie immer sitze ich hier vor meinem Mikro, habe keine Ahnung, was ich labern soll. Allerdings habe ich mir eine ganz, ganz klitzekleine Kleinigkeit überlegt. Und zwar geht es ja mittlerweile ganz langsam auf die 300 zu. Und da dachte ich mir, da muss man ja schon irgendwie was Besonderes bringen. Also mit einem Let's Play kann man da ja nicht ankommen. Aber jetzt ist meine Frage, was wollt ihr als 300 Abo-Special sehen? Das würde ich mal gern von euch erfahren. Das würden wir dann wahrscheinlich zu dritt machen, eigentlich offen für alles, solange die Idee umsetzbar ist. Also, keine Ahnung, Geisterfahrer auf der Autobahn machen wir vielleicht nicht, ne? Aber ansonsten würden wir das wahrscheinlich umsetzen, wenn ihr da irgendwelche lustigen Ideen habt, irgendwas, schreibt es mir in die Kommentare. Doch, ja, am besten schreibt das in die Kommentare. Lass mich das mal wissen. Ansonsten, wir können auch vielleicht mal wieder eine kleine Verlosung machen. Ja, das stimmt. Eine Verlosung. Ah. Wenn ihr Lust auf eine Verlosung habt, dann schreibt das bitte auch mal dazu. Also vielleicht ein Vorschlag. Und was ihr von der Verlosung halten würdet. Also mir wird jetzt nicht einfallen, warum irgendjemand was gegen eine Verlosung hätte. Aber es gibt immer andere Leute, die
etwas merkwürdig sind. So kann man das mal ausdrücken. Joa, was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich nichts. Das ist das Tolle. Jetzt kann ich wieder von den Wochen, von den Inhalten eigentlich nichts erzählen, weil nichts Relevantes passiert. Ich habe überhaupt keine Freizeit mehr, wenn ich mir überlege, ich komme morgen um 17 Uhr wieder aus der Schule zurück. Ja, 17 Uhr. Ja, da kriege ich wieder einen Hals. Gut, ich habe zwar eine Doppelstunde Kunst, aber ernsthaft mal. Alter, 17 Uhr, muss man sich mal vorstellen. Ich habe keine Lust. Aber egal. Und dann fehlt mir einfach die Zeit und auch irgendwie doch die Lust, was aufzunehmen. Also ich komme dann nach Hause und dann habe ich eigentlich andere Sorgen, als hier oben mein Mikro hinzustellen und da irgendwas zu erzählen. Also ich kann das machen, aber wenn mir dann die Zeit nicht fehlt, fehlt mir einfach die Motivation und das würde sich in der Qualität des Videos irgendwie widerspiegeln. Und das möchte ich nicht. Ich möchte euch nicht mit einer, ja, schlechten Videoqualität hier irgendwie an den Kanal binden. Also ich habe immer versucht, dass wir halbwegs qualitativ hochwertige Videos produzieren. Auch wenn mal so der ein oder andere Ausrutscher war. Ein oder andere. Nee, und deswegen ist das nichts, was ich so gerne machen würde. Denn deswegen denke ich einfach, wöchentlich ist auch okay. So, das Gameplay endet hier und jetzt. Deswegen bin ich jetzt weg, mache irgendwas und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.